Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Guide vom World of Warcraft. Heute geht es um den Erfolg Ragnos, seht zu und lernt, beziehungsweise hier um Odrok, welches sich im Gebiet der Hochberg befindet, und zwar in einer Höhle drin, hier bei Etherz 44-22. Der Höhleneingang ist hier bei 42-25, dort einfach reingehen, und etwa in der Mitte drin steht dann dieser Odrok, so in der unteren Etage bei der Statue von Mukibrull. Und ja, das hier um den Gegner zu besiegen sieht wie folgt aus. Wir nehmen hier den Klingenzahn mit zerfetzen Blut im Wasser und verschlingen, dann die Sumpfbestie mit zerquetschen Sprung und Toben und Donnerschwanzplanscher mit Schwanzschlag, vergrabener Schatz und Biberdamm. Bevor ich jetzt den Kampf beginnen werde, will ich mich noch bedanken bei Jörg Kami, Lord Verdammnis und Kat T. Die haben mir jeweils eine Taktik gepostet, beziehungsweise halt einfach eine kleine Pet-Auswahl, die sie verwendet haben. Die werde ich alle in die Beschreibung hinein tun, falls sie da halt einfach mit dieser Taktik ein Problem habt. Ich habe dort einfach sozusagen die Pets rausgenommen, die jetzt gerade so üblich sind, und halt einfach die Pets weggelassen, die zum Beispiel hier Kernhundwelpe wurde verwendet. Das habe ich jetzt nicht reinnehmen wollen, da ich es selber auch nicht habe, und weil es halt einfach nur durch diesen Authentikator zu holen ist, und eben diese drei Pets sind halt alles fangbare Pets, und deshalb dachte ich mal, ich nehme jetzt diese drei Pets. Eben wie gesagt, ich werde alles in die Beschreibung hineintun, falls ihr halt einfach Probleme habt mit dieser Auswahl. Zu Beginn des Kampfes gibt es leider eine Glückskomponente, die werde ich euch gleich auch zeigen. Und zwar, wenn man hier gleich zu Beginn Blut im Wasser einsetzt, muss diese Attacke treffen, wenn nicht, einfach gleich neu starten. Also ihr verliert auch kein Leben, ihr könnt einfach neu starten, ihr müsst auch kein Verbandszeugs einsetzen. Also ist halt leider ein wenig glücksabhängig zu Beginn, aber danach sollte es eigentlich kein Problem mehr sein. Aber eben ist halt leider ein wenig nervig, wenn man jetzt gerade 4-5 Mal hintereinander nicht trifft. Ich werde es jetzt gleich mal versuchen, ob ich treffe. Ich habe es jetzt hier gleich getroffen, aber es ist jetzt auch nicht gerade der erste Versuch. Also ich habe es jetzt mehrmals probiert aufzunehmen, und ich sag mal so, 2 von 5 Mal habe ich jetzt nicht getroffen. Also ihr seht, es geht auch bei mir nicht immer alles sofort. Aber ich denke mal, ich habe es jetzt auch probiert mit Zerfetzen und dann Blut im Wasser. Es geht auch. Es hat aber danach ein wenig glücksabhängig wegen dem zweiten Pad, also Kopfstoß. Aber ich denke mal, wenn man einfach zu Beginn einfach neu starten muss, ist kein Problem. Also eben, man muss nicht unbedingt etwas einsetzen danach. Es ist dort einfach ein wenig zeitaufwendig zu Beginn. Ja, danach kommt hier die Phase, wo man passen muss, weil der Gegner halt sich die ganze Zeit teilt. Einfach hier passen. Dreimal. So, das dritte Mal hier, und dann können wir hier zuerst einmal Zerfetzen einsetzen, dann Blut im Wasser. Das trifft an dieser Stelle immer, weil der Gegner halt blutet, und danach hier verschlingen. Das sollte noch zweimal den Gegner töten, auch wenn ich jetzt gerade an dieser Stelle gecrittet habe. Aber das Gute ist halt einfach, wegen dem Verschlingen-Buff hier heilt es sich gleich auch noch diese Klingenzahl. Das ist sehr von Vorteil an dieser Stelle. Dann, wenn Schlurp ins Spiel kommt, gleich wechseln auf den Donnerschwanzplanscher, weil der setzt hier eben Kopfschuss dann gleich ein, und das wollen wir kontern mit dem Biberdamm. So bekommen wir halt einfach nicht diesen Schaden, und beziehungsweise auch nicht die Chance, betäubt zu werden. Dann wechseln wir wieder zurück auf den Klingenzahn. Gut, am Biberdamm ist, es wird auch gleich noch die zweite Attacke absorbieren hier, und danach hier Zerfetzen einsetzen. Dann Blut im Wasser wieder. Und meistens ist es dann so, dass man hier Verschlingen noch einmal einsetzen kann. Normalerweise sollten eigentlich auch noch 2 Verschlingen eingesetzt werden können, wenn man danach halt einfach mit dem Kopfschuss danach getötet wird. Dann ist meistens hier Schlurp bei so 50%, das sollte eigentlich immer so sein. Und dann kommt die kleine Sumpfbestie ins Spiel, und hier ist es eigentlich recht simpel. Man könnte zum Beispiel zuerst Sprung einsetzen und dann Toben, aber ich setze eigentlich immer Toben ein. Leider ist es eben mit diesem Sprung immer so ein wenig ein Problem, weil der Gegner sich gegenheilt, plus noch dieses Panzerschild, kann es eben passieren, dass es ein wenig nervig wird. Aber im Normalfall ist es so, dass man hier dreimal Toben einsetzen muss und danach mit Sprung den Gegner tötet. Ab und zu muss man halt einfach noch einen zweiten Sprung einsetzen, um halt dann einfach den Gegner töten zu können. Weil halt hier Schlurp meistens mit sehr wenig Leben übrig bleibt, aber weil er sich danach nicht mehr gegenheilen kann, also weil er das Schild einsetzt, haben wir hier halt den Vorteil.
Dann kommt hier Schleim ins Spiel und hier ist es einfach so, zu Beginn gleich mal den Sprung einsetzen. Dann wechseln wir wieder auf unser Donnerschwanzplanscher. Der setzt wieder den Biberdamm ein. Wechseln zurück wieder auf die Sumpfbestie. Und dann können wir endlich Toben einsetzen. Und somit haben wir eigentlich Odrok besiegt. Falls es jetzt nicht klappen würde, mit der kleinen Sumpfbestie in den Gegend zu töten, falls ihr eben vielleicht einen anderen Breed habt, aber es sollte eigentlich gehen. Der normale Breed, also wenn ihr jetzt Ausdauer- und Geschwindigkeitsbreed habt, sollte etwa so 1600, glaube ich, haben, 1500. Ich habe gesehen, ich habe jetzt zum Schluss 300 Leben übrig gehabt, das sollte eigentlich gut aufgehen. Falls nicht, könnt ihr einfach den Donnerschwanzplanscher einsetzen und dort halt einfach mit Schwanzschlag weiterkämpfen. Falls nötig wäre, natürlich mit vergrabener Schatz euch gegenheilen. Aber im Normalfall sollte es einfach so gehen. Eben zu Beginn einfach diese Glückskomponente. Aber ich denke mal eben, ja, es ist nicht gerade sehr schlimm, wenn man jetzt den Kampf neu beginnen muss. Wenn man sowieso nicht wirklich eingesetzt hat. Also es wäre natürlich nervig, wenn mitten im Kampf etwas schief laufen würde und dann müsst ihr wieder 3-4 Minuten Zeit einsetzen, um überhaupt den Gegner zu besiegen zu können. Deshalb eben ja hier nur zu Beginn halt diese Glückskomponente eingebaut. Ja, das war's eigentlich für diesen Guide. Ich hoffe, ich konnte euch dabei helfen, diesen Odrok ebenfalls zu besiegen. Ansonsten wünsche ich noch viel Erfolg dabei und viel Spaß. Bis bald!